Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch Einblicke in verschiedene Möglichkeiten geben, in teilweise bescheidenen Klimabedingungen dennoch euer eigenes Gras anzubauen. Das Ganze etwas verschnupft aufzunehmen ist übrigens eine tolle Idee. Ja, man kann damit ja auch nicht ewig warten. Vorher eine kurze Antwort an die Abonnenten, warum ich mich bis jetzt von der deutschen Sprache distanziert habe. Ein Grund kennt ihr ganz genau und der andere ist der hier. Damit wäre das auch schon abgehakt. Aber man muss natürlich noch eine dicke Trennlinie zwischen deutscher Sprache und Deutschland ziehen. In Deutschland ist der private Anbau noch illegal, also kann ich euch nur davon abraten, eine Straftat zu begehen. Würde ich auch nie tun. So, genug des Intro-Gelabers und seid loszulegen. Urban Guerilla Growing. Vielleicht erstmal eine kurze Begriffserklärung. Als Guerilla Growing oder Guerilla Growing oder Guerilla Growing, whatever, bezeichnet man den getarnten Anbau in der, ich sag mal, schwer zugänglichen Öffentlichkeit oder halt auf fremdem Gelände. Und Urban heißt städtisch oder halt in der Stadt. Also Guerilla Growing in der Stadt. Ist natürlich alles Blödsinn und meine Schrebergärten sehen nur ein bisschen verwildert aus, aber klingt natürlich cool. Im Übrigen habe ich die Gärten auch einfach nur Deutschland getauft und nenne das Video deswegen Guerilla Growing in Deutschland. Ich habe 2019 damit angefangen und mich mit der Zeit etwas in dieses Hobby verliebt, muss ich sagen. Es hat mich immer sehr gestört, dass jedem Anfänger im Bereich Eigenanbau von Weed suggeriert wird, man müsse es indoor anbauen und einen Haufen Geld investieren. Auch in Ländern mit Legalisierung übrigens. Ich bin der Meinung, dass dies alles Blödsinn ist und so ziemlich jeder, unabhängig von den Wetterverhältnissen, in der Lage ist, sein eigenes Weed ganz natürlich nur mit Sonne, Erde, Wasser und ein paar Nährstoffen anzubauen. Dementsprechend dreht sich dieser Kanal quasi um alle Möglichkeiten, Cannabis ohne synthetisches Licht und Indoor-Setups selber anzubauen. Zeigen würde ich euch jetzt gerne erstmal mein Lieblingsformat, das Guerilla Growing, dann noch nette Fensterbankpflänzchen, die man nicht unterschätzen sollte, und am Ende noch meine mehr oder weniger versteckten Balkonversuche. Beim Guerilla Growing, so wie ich es mache, geht es erst einmal ums Danke sagen. Danke, liebe Brombeerpflanze, dass du den Leuten in den Arsch piekst und uns mit extrem leckeren Früchten den Sommer versüßt. Vielleicht kennt ihr solche Flächen ja auch. Irgendwas wurde stehen und liegen gelassen und wurde von Brombeeren komplett überwuchert. Irgendwann habe ich mich gefragt, wie abwegig es wäre, einfach in die Mitte von so einem Feld zu krabbeln und dort eine Fläche freizuschneiden. Und habe genau das probiert. Ich glaube, es sieht etwas unangenehmer aus, als es ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Mit einer richtigen Lederjacke, Handschuhen und einer Cappy oder noch besser einer Schutzbrille kann einem eigentlich nichts passieren, bis auf etwas Dreck an den Knien. Um zu gucken, ob die Erde geeignet ist, reicht es, einen Schraubendreher mitzunehmen. Kann er komplett in der Erde verschwinden, dann ist alles perfekt. Hanf ist ein Flachwurzler, viel tiefere Erde ist eh nicht nötig, aber natürlich gut, falls vorhanden. Nettes Plätzchen gefunden, dann Zeit für etwas Schnipp-Schnipp und es sieht aus wie ein normales Beet mit etwas höheren Hecken. Sehr schön. Okay, ehrlich gesagt war es mehr als etwas Schnipp-Schnipp und die komplett durchwurzelte Erde zu lockern und die Pflanzen zu entfernen, hat etwas gedauert, aber eigentlich alles im Rahmen. Angesetzt habe ich die Pflänzchen Mitte April in Tetrapacks als Töpfen. So kann ich, wenn die Zeit reif ist, den Deckel wieder draufsetzen und kann sie absolut sicher durch die Brombeerhölle bringen. Bis auf eine Pflanze sind die Sorten alle von Dutch Passion und bis auf eine deklariert als Dutch Outdoor-Sorten. Sollte also passen und das tat's auch am Ende. Mitte Mai war dann der große Tag. Die Mädels kommen in den Boden. Etwas gedüngt mit Pellets aus Guano, klingt wohl besser als Seevogelscheiße und Ernteabfällen. Yummy. Und ein bisschen gewässert natürlich. An so einem Spot gibt es zwei potenzielle Feinde. Nacktschnecken und jegliche Nagetiere. Also Kaninchen, Mäuse und so weiter. Gegen Nacktschnecken habe ich organisches Schneckenkorn und Kupferband benutzt. Und ich muss sagen, vom Kupferband bin ich wirklich überzeugt. Wenn man es jetzt noch an die Unterseite von einem Schneckenkragen anbringt, hat man meiner Meinung nach den bestmöglichsten Schneckenschutz überhaupt, ohne den Tieren zu schaden. Gegen Nagetiere hat sich Pisse ganz gut bewährt. Und da hier eh alles voll mit Brombeerstückchen lag, habe ich auch welche um die Pflanzen als Zaun aufgestellt. Hat jedenfalls gut geklappt. Und es gab eindeutige Zeichen, dass in nächster Nähe Kaninchen lebten. Und nach diesem Tag gab's eigentlich keine großen Aufgaben mehr. In diesem extrem nassen Jahr musste ich die Pflanzen nicht ein einziges Mal wässern und kam nur ab und zu, um die Entwicklung zu sehen, Brombeeren zurückzuschneiden und vielleicht etwas nachzudüngen. Zurückschneiden der Brombeeren war auf jeden Fall nötig und einige Pflanzen sind umgekippt, also waren ein paar Besuche nicht verkehrt. Ich muss auch sagen, ich finde das Setting einfach so schön, dass ich den Spot auch gerne besuche, um einfach zu chillen. Allein diesen Clip wiederzusehen gibt mir schon Nostalgie-Kicks, das Vogelgezwitscher und die Optik. Das war ein echt geiler und angenehmer Tag. Im eigenen geheimen Garten weeden an der frischen Luft mitten in der Stadt. Was für ein Feeling. Falls euch jetzt alles, was zwischen hier und der Ernte passiert ist, interessiert, es gibt sehr detaillierte Videos über
quasi alles auf Englisch auf diesem Channel. Okay, dann springen wir mal zur Ernte ins erste Drittel vom Oktober und man muss eigentlich immer im Hinterkopf haben, dass diese Ernte aus einer für Gärtner sehr ungünstigen Saison stammt. Die Ernte fand auch nicht statt, weil die Pflanzen perfekt reif waren, sondern weil sich die ersten Schimmelprobleme zeigten und ein Weitermachen im Wetter, das Schimmel begünstigt, einfach eine schlechte Idee ist. Die Pflanzen waren bei der Ernte genau 187 Tage oder 27 Wochen oder 8 Monate oder ein halbes Jahr oder auch ein 20. Jahrzehnt alt. Eigentlich ganz solide, würde ich sagen. Das Highlight ist diese Durban Poison. Die Pflanze ist zwischen 2,5 und 3 Meter hoch geworden und die Spitze ist aus dem Stand nicht mehr erreichbar. Absolut gigantisch. Die Blüten haben alle einen sehr schönen lilanen Touch und waren wirklich zahlreich. Ein großer Vorteil von der Höhe dieser Pflanze ist der Wind dort oben. In dieser Brombeerlichtung ist die Ventilation schon etwas eingeschränkt. Deswegen habe ich bei vielen Pflanzen, einschließlich dieser, möglichst viele der großen Blätter und Blütenstände im unteren Teil der Pflanze entfernt. Budrot, der klassischste Schimmel an der Hanfpflanze, mag es kühl, feucht und windstill. Da man outdoor leider keinen Einfluss auf Temperatur und Feuchtigkeit hat, muss man versuchen, das Bestmöglichste aus dem Wind rauszuholen. Und da hilft es wirklich oft einfach das Blattwerk auszudünnen, das den Wind sonst davon abhalten würde, durch die zentraleren Spots der Pflanze zu pusten. Auf Dauer hat es jedoch nicht geholfen, was auch völlig normal ist, und es war Zeit für die Ernte. Fürs Budzeigen nehme ich übrigens einfach immer irgendeinen oben im Glas. Dementsprechend gibt es bessere und auch schlechtere von den Pflanzen. Die Ernte von der Durban Poison ist ziemlich ertragreich. Die Buds könnt ihr ja selbst sehen. Sie sind durchweg lila, aber haben noch einiges an dunklem Grün an sich, weil ich die meisten Sugarleaves, also Blätter mit Trichomen, drangelassen habe. Wenn man diese entfernt, hätte man zwar komplett dunkellilane und generell schickere Buds, aber nur fürs Konsumieren ist es einfach besser, sie dran zu lassen. Der Geruch ist ziemlich intensiv, hat jetzt aber keine besonderen Noten. Standard-Weed-Geruch, aber in sehr intensiv. Jetzt die zweite Durban Poison, davon gab es nämlich zwei. Diese ist auch recht hochgewachsen. Ich habe auch erst letztens in der Sortenbeschreibung gelesen, dass sie zu starkem Höhenwachstum neigt. Ist nett, wenn sich die Beschreibung bewahrheiten und man nicht überall liest, dass sie 300 Kilo pro Pflanze bringen, nach Rapunzel riechen und durch das Rauchen Krebs geheilt wird und der Pimmel wächst. Echt nett. Im Grunde ist die zweite Pflanze der kleine Bruder, ja gut, eigentlich eher die kleine Schwester von der ersten Durban. Alles gleich, nur weniger. Starke Höhe, schönes Lila und etwas Schimmel am Ende. Bei dieser Pflanze habe ich jedoch jedes einzelne Blatt, das nicht direkt aus einem Blütenstand kam, entfernt. Nur aus Interesse, wie die Pflanze darauf reagiert, wenn ihr wirklich so ziemlich alle Blätter fehlen. Und solche Kleinigkeiten finde ich persönlich auch ziemlich wichtig. Einfach mal irgendwas ausprobieren, nur um zu wissen, was passiert. Wahrscheinlich habe ich es deutlich zu spät gemacht, um wirkliche Reaktion zu sehen, nur ein paar Wochen vor der Ernte, aber ich denke, es war nicht schlecht. Beim Trocknen hatte sie den schlechtesten Spot und ein großer Teil ist leider verschimmelt. Also wirklich viel, ich schätze mal so die Hälfte der gesamten Ernte. Naja, aus Fehlern lernt man und die anderen Pflanzen hat es beim Trocknen zum Glück kein bisschen erwischt. Natürlich waren die verschimmelten Buds alle die größeren und dichteren, also bleiben überwiegend kleinere. Aber nach dem Grinden ist ja eh alles wurscht. Was mich überrascht, die Gerüche der beiden Pflanzen haben nichts gemeinsam. Diese hat eine sehr starke Zitrusnote, die wirklich erfrischend riecht. Könnte man sich glatt ins Badezimmer hängen. Jetzt haben wir die Skywalker Haze, die nicht für dieses Wetter geeignet ist. Den Samen gab es kostenlos dazu und deswegen habe ich ihn einfach ausprobiert. Von mir aus wäre ich nie auf die Idee gekommen, eine Haze-Pflanze in diesem Klima anzubauen. Aber hey, die Erfahrung ist es wahrscheinlich allemal wert. Durch etwas Topping, also entfernt der Spitze und dem Standort, sehr buschig, aber auch hochgewachsen. Außerdem recht gut aussehende Buds produziert und hat wirklich einen einzigartigen Geruch. Sehr fruchtig, aber eher eine Art künstlicher Fruchtigkeit, so wie bei Süßigkeiten. Auf jeden Fall wirklich sehr interessant und habe ich so auch noch nie erlebt. Es waren aber auch schon die ersten schimmeligen Stellen erkennbar und eine tropischere Haze-Pflanze wird dem wohl nicht lange standhalten können. Ich habe 5 Tage von hier aus gebraucht, um die Trocknung und so weiter vorzubereiten. Normalerweise sind 5 Tage quasi nichts. Bei dieser hat es leider gereicht, dass so ziemlich alle Blüten an der Spitze verschimmelt sind. Shit, naja, es ist wie es ist und hat am Ende trotzdem noch für 2 volle Gläser gereicht. Dementsprechend gibt es auch hier überwiegend kleinere Buds, aber die haben es wirklich in sich. Sie sind voll gekleistert mit Trichomen und auch an den Blättern gibt es nicht wenige. Der Süßigkeitengeruch hat sich sogar noch mehr intensiviert und ich bin wirklich begeistert. So, Zeit für die Frisian Duck. Ey, Top Choice for the Outdoor Urban Home Grower. A true outdoor champion. Experienced guerrilla growers find that the Frisian Duck blends into the background vegetation very easily. She is only identifiable as cannabis just before harvest. Das klingt ja alles ganz toll. Und stimmt eigentlich auch.
Am Spot stand die Pflanze aber in der letzten Reihe, am dichtesten zu einem recht großen Flieder, also die schlechtesten Lichtverhältnisse und am meisten Konkurrenz im Boden. Und dafür eigentlich recht ordentlich. Kann man nicht meckern. Dicke Pluspunkte gibt's für die wunderschöne Farbe der Blüten, eher ein rot-lila und kein dunkles Lila wie von den Durbans. Die sehr gute Schimmelresistenz, bis zur Ernte kein einziger Befall und fürs Offensichtlichste die Tarnung. Für jeden, der selber Cannabis anbaut, ist es ziemlich offensichtlich durch die generelle Blattstruktur, den Pflanzenaufbau und die Blüten, die sind nämlich einfach gleich. Ich habe tatsächlich aber auch eine Frisian Duck auf meinem Balkon und selbst recht regelmäßige Konsumenten konnten erstmal nicht sagen, um was für eine Pflanze es sich handelt, bis sie an einem Blatt gerieben und gerochen haben. Tarnung funktioniert also recht gut. Es gibt zwei Minuspunkte. Der erste wäre die geringere Größe und die recht offene Blütenstruktur, aber das kann genauso gut an dem Plätzchen liegen, an dem sie war. Hier war ich übrigens mal so frei und habe den Hauptbad genommen. Ich glaube, man erkennt doch, dass ich bei der etwas fauler beim Trim war. Etwas Farbe ist noch vorhanden, aber viele Rottöne gehen beim Trocknen wohl verloren. Schade. Und ja, jetzt der zweite Minuspunkt. Optik und Geruch sind absolut Standard und das deckt sich somit mit vielen anderen Erfahrungsberichten. Und zum Schluss steht hier noch eine Hindukusch. Und das ist mal eine ganz andere Geschichte. Ich habe sie etwa einen Monat später als alle anderen Pflanzen geerntet, weil sie einfach noch so früh in der Blüte war und quasi nichts hatte. Jetzt kann man sie hier noch stehen sehen, während ich demonstrativ mit meinem Atem zeige, wie arschkalt es schon ist. Ja, so viel mehr gewachsen sind die Buds jetzt auch nicht, aber ist mir egal. Ich versuche seit meinen allerersten Versuchen eine Hindukusch anzubauen und ich bekomme bei dem Geruch von dieser Pflanze schon Nostalgie-Kicks. Also ist es klar? Die kommt auf jeden Fall mit. Kurze Zusammenfassung von Trichomreifegraden, sehr runtergebrochen, es geht nur ums Tröpfchen da oben. Durchsichtig, früh, milchig, so wie hier, perfekt. Bernsteinfarben oder braun, spät. Wobei jeder Zustand seine eigenen Vor- und Nachteile hat. Normalerweise findet man auf jeder Pflanze alle Zustände hier und da. Doch bei dieser kann ich suchen, wie ich will, ich finde nur die milchigen. Ob es an der Kälte liegt, wer weiß, wer weiß. Und Respekt, dass sie so lange hier stehen konnte, ohne wie ein Schimmelbäumchen auszusehen. Die November Hindukusch-Buds sind sehr luftig, da sie sehr spät angefangen hat zu blühen und in dieser Zeit nicht allzu viele Blüten produzieren konnte. Zum Stichwort luftige Buds mit vielen Blättern lasse ich noch später im Video meinen Hate raus, kein Grund das jetzt vorzuziehen. Der Geruch ist bei der Hindukusch das wirkliche Highlight, ziemlich einzigartig und riecht auf keinen Fall wie irgendeine andere, aber sehr schwer zu beschreiben, einfach anders. Um es auch einmal zu erwähnen, um die Pflanzen zu meinem Trocknungsraum zu kriegen, habe ich die Pflanzen etwas zerteilt und in Beutel gepackt. Diese Beutel habe ich dann abends am Wochenende, soweit ich konnte, über den Brombeerdschungel geschmissen und von der anderen Seite wieder rausgefischt. Dann mit Kölsch Wasser übergossen und einfach nach Hause getragen. Ich habe es am Wochenende gemacht, damit die Straßen voll mit betrunkenen Partyleuten sind, wo fast eh alles von einer riesigen Parfümwolke übertont wird. Und so war ich in der Menge einfach nur ein weiterer, nach Rasierwasser riechender Typ mit einer labbrigen Gitarrenhülle und einem dicken Beutel voll mit Weed. Ich dachte mir, das ist unauffälliger als der einzige weit und breit mit dicken Taschen zu sein und zufällig so zu riechen, als wäre ich in ein Fass voll Rasierwasser gefallen. Und das war der photoperiodische Gowilia Grow. Angefangen habe ich jedoch mit Automatics. Falls ihr Anfänger seid und recherchiert habt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr mit diesem Namen absolut bombardiert wurdet. So wie ich halt auch. Aber nochmal eine ganz schnelle Zusammenfassung, falls ihr den Unterschied noch nicht kennt. Photoperiodische Sorten, komischer Name, aber aka normale Hanfpflanzen, blühen sobald sich Tag- und Nachtlänge angleichen, also Richtung Spätsommer, Herbst. Automatics hingegen sind hanfanbaugeschichtlich gesehen noch relativ neu. Diese haben die Eigenschaft, ab einem bestimmten Alter anzufangen zu blühen, meist nach 1-2 Monaten nach der Samenkeimung. Photoperiodische Pflanzen wachsen also bis zu einer bestimmten Jahreszeit wie wahnsinnig und fangen dann an zu blühen. Automatics wachsen eine bestimmte Zeit lang und beginnen dann mit einem fließenden Übergang mit der Blüte. Die Erfahrung habe ich jedenfalls so gemacht. Oft höre ich auch, dass Photoperiodische auch noch in der Blüte größer werden, aber bei mir war es nicht der Fall. Und Automatics sind geil. Die bleiben kleiner, brauchen nicht so lange und sind meiner Meinung nach vom High gleichzusetzen mit richtigen Fotopflanzen. Das ist ja häufig das große Gegenargument von OG-Rauchern. Der größte Vorteil ist jedoch die Blütezeit im Hochsommer. Falls euer Spot nicht die optimalen Lichtverhältnisse hat oder ihr auf einer Fensterbank oder dem Balkon anbaut, aber dazu später mehr, ist dies von wahnsinnig großem Vorteil. Wenn ihr nicht den absolut freien Himmel genießen könnt, sondern nur einen gewissen Ausschnitt und die Sonne im Herbst schnell daran vorbeiflitzt, werdet ihr viel weniger davon haben. Wenn die Tage nun im Hochsommer ultra lang sind, kann ein Spot, umgeben von Bäumen, trotzdem an die 8 Stunden Sonnenlicht bekommen, da die Sonne am Höhepunkt erstmal sehr langsam wandert.
Und da nur Automatics den Vorteil der Blütezeit im Hochsommer nutzen können, sind sie für private Outdoor-Grows ziemlich gut. Dicke Nachteile? Diese Pflanzen sind nicht mal ansatzweise so schimmelresistent wie die photoperiodischen Cousins. Nicht mal ansatzweise. Als ich angefangen habe, habe ich überall sowas gelesen wie Cannabis ruderalis, also Autoflower, ultra schimmelresistent, nichts kann dir was anhaben, wild wachsen, bla bla bla. Fakt ist, Autoflowers wollen den Sommer nutzen, Samen produzieren und dann verrecken. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommen sie aus Skandinavien und dort hat Hanf eh kaum eine Chance im Herbst. Also Sommer nutzen und sterben. Dementsprechend haben Automatics nicht mal einen wirklichen Grund von sich aus eine Schimmelresistenz aufzubauen. Wenn das Scheißwetter kommt, gehen sie halt. Kein Grund gegen anzukämpfen. Bei einigen anderen ist doch einfach das hier passiert. Es blieben Pupsi-Pflänzchen. Wie das passieren könnte, kommt auch später bei einem Beispiel. Aber so. Der Automatic-Spot. Als ich ihn 2019 entdeckt habe, sah der Spot so aus. Einige umgestürzte Birken, die den Stürmen und warmfeuchten Wintern nicht mehr standhalten konnten, ein paar Brombeeren und etliches anderes totes Geäst. Das habe ich dann einfach etwas weggeschnitten und ein paar Säckchen Erde durch das Gestrüpp zum Spot getragen. Weil dieser zwar aussieht wie eine Art Wald, jedoch vor einigen Jahrzehnten ein Parkplatz war. Es gibt nur eine hauchdünne, vielleicht 1-2 cm dicke Erdschicht. Darunter Asphalt und ab dort nur noch Sand. Und diese Art Boden kann im Sommer so ziemlich gar kein Wasser speichern. Das Erdumtauschen durch Asphalt war mir damals zu anstrengend, also habe ich einfach Töpfe benutzt. Hier standen drei Automatics und eine photoperiodische, eine Hindukusch. Also die gleiche Sorte wie dieses Jahr am Fotospot. Von ihr stammt übrigens dieses Blatt. Erkennt ihr es wieder? Ich hab's by the way eingerahmt und es hängt bei mir zu Hause. Ziemlich deep irgendwie. Insgesamt wirklich sehr amateurhaft das Ganze, aber damals war ich mir einfach noch nicht sicher. Einfach vier Töpfe hingestellt und wachsen lassen. Die Hindukusch wurde absolut nichts, da sie im Herbst kaum noch einen Lichtstrahl abbekam. Stichwort Pluspunkt für die Autoflowers. Eine der Pflanzen heißt Critical Cheese Automatic und ich muss wirklich sagen, ich habe auch immer noch was von der Ernte übrig, richtig vakuumiertes Gras hält ewig und es ist bis heute eine meiner absoluten Lieblingssorten, also was das Rauchen angeht. Aber auch die Pflanze war echt nicht schlecht, für das bisschen Pflege hat sie recht viel Ertrag gebracht und die Pflanze war gut resistent. Ich glaube, die probiere ich nochmal. Die anderen beiden waren Lowrider 2 und Quick One. Ja, muss man nicht viel zu sagen, Stanigras und vergleichsweise schwächere Pflanzen. Das Jahr darauf habe ich den Spot einfach vergrößert, indem ich mehr Brombeeren weggeschnitten habe und mehr Töpfe brachte. Und das Jahr war auch ziemlich geil. Schöner, warmer, okay, leider für die Natur etwas zu trockener, aber für solche Guerilla Grows perfekter Sommer. Alle Automatics wurden mannshoch und haben gut was abgeworfen. Ich habe auch nicht wirklich auf Sorten für schlechtes Wetter geachtet, sondern wollte ein paar bekannte Namen ausprobieren. Super Skunk, Northern Lights und Amnesia Haze. Die Haze-Pflanzen sahen relativ schlecht aus, aber das High war wirklich sehr nice. Denn ganz wichtig, auch bei Pflanzen geht es erstmal um die inneren Werte. Und dieses Jahr wollte ich es mit den Automatics einfach wirklich wissen. Ich habe 8 große Löcher gegraben und den alten Asphalt oder was das auch immer damals war, vielleicht eher so eine Kies- oder Mineralmischung, Sand und Steine ausgehoben und mit guter Erde ersetzt. Um es mir etwas einfacher zu machen, habe ich Kokosziegel geholt und sie in das dort stehende Wasser geschmissen. Obendrauf kommen dann nochmal die vollen Töpfe mit weggeschnittenem Boden und die Pflanzen haben ein mega geiles Plätzchen. Hier habe ich auch meinen ultimativen Schneckenschutz entdeckt. Schneckenkragen mit Kupferband auf der Unterseite. Dieses Areal ist komplett dominiert von Nacktschnecken, aber sie konnten nicht einen Haps von den Pflanzen nehmen. Falls ihr Schneckenprobleme habt, probiert es echt aus. Diese Kragen kosten zwar ein paar Groschen, aber dafür könnt ihr sie Jahr um Jahr wiederverwenden und belastet die lokale Umwelt nicht mit Gift. Und das Wichtigste, im Gegensatz zu jeglichen Hausmitteln funktionieren sie wirklich. Dann kam aber leider dieses Shitjahr. Der Regen verschwand einfach nicht und ich habe verstanden, wie dieses Wäldchen eigentlich funktioniert. Wenn 1-2 Jahre etwas feuchter sind, können sich ein paar Pflanzen etablieren und wachsen. Dann kommt eine harte Dürre und alles vertrocknet, da der Sand kein Wasser halten kann. Und alles stirbt, bis auf die großen Bäume mit riesigem Wurzelwerk. Jetzt kam noch ein sehr feuchtes Jahr drauf und alles floriert und es entstand eine richtige Mauer um den Spot. Die hemmt leider den Luftzug und sorgt für eine echt hohe Luftfeuchtigkeit. Teilweise über 90%, also Schimmel ahoi. Aber man könnte sagen, es war gut für faule Leute, denn ich musste die Pflanzen in dieser kompletten Saison nicht ein einziges Mal gießen. Da es leider wirklich Woche für Woche so ging, fiel die Ernte dementsprechend aber sehr klein aus. Und jetzt etwas, das mich an der Grower-Community manchmal wirklich ankotzt. Der
unfassbare Ego-Trip von einigen Experten. Keine perfekt aussehende Pflanze mit mindestens 300 Gramm gleich Hate. Ich habe zwar jetzt nicht den riesigsten Kanal, aber er hat schon ziemliche Esel angelockt. Das Problem ist aber, dass die gleichen Esel anscheinend nonstop kleinere Channels abchecken und sie extrem entmutigen weiterzumachen. Moral der Geschichte, lasst euch von Wannabes im Internet keinen Scheiß erzählen. Ultra krüppelig aussehende Pflanze, mindestens in den Top 3 der geilsten Highs von allen Sorten bis jetzt. Weirde gelbe Pflanze ohne Nährstoffe, auch absolut geil. Denn das einzige, worauf es beim Konsum von Cannabis ankommt, ist dieser nette Kollege, ein Trichom. Und dem Gentleman ist die Optik der Pflanze und wie viele Geschwister mit ihm geerntet werden und wie viel sie wiegen, sowas von scheißegal. Jeder, der die Ernte von irgendeinem Heimanbauer, der jetzt hoffentlich auch nicht mit Mini-Pflänzchen am Flexen ist, sonst ist er selber schuld, irgendwie kritisiert, hat anscheinend keine anderen Probleme. Holy shit, bitte werdet niemals so. So, da ich aber eine echt niedrige THC-Toleranz habe, kann ich eh nur ein paar Züge nehmen und bin ziemlich dicht. Und da die Autoflower-Ernte eh keinen Schönheitspreis gewinnt, habe ich einfach ziemlich viele Blätter dran gelassen, die ich dann einfach mitgrinden kann. Dann habe ich mehr Masse im Joint mit weniger THC, kann es also besser dosieren. Perfekt. Und pff, da war das Geschrei aber groß. Aber beim Eigenanbau geht es ja nur um den eigenen Anbau. Also alles so zu machen, wie man es selber am liebsten hat. Ich kann also wirklich jedem Anfänger versprechen, auch wenn das hier für selbsternannte Connoisseure nach Müll aussieht, ich find's geil. Wem man jetzt glauben will, kann man natürlich selber entscheiden. Weil ich dieses Jahr übrigens noch ein paar Pflanzen über hatte, habe ich sie noch irgendwo hingepflanzt. Bei zwei von ihnen war ich mir sogar ziemlich sicher, dass sie jemand entdecken wird, da deutlich war, dass sich dort öfter Menschen aufhalten. Der Boden war allerdings recht schlecht und ich habe ihn auch nicht gelockert oder sonstiges. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass die Leute diese Mini-Pflänzchen wirklich mitnehmen. Weirder Shit. Auch mit Wurzeln und allem, also komplett. Stellt euch vor, ihr trefft quasi jemanden, der auch draußen anbaut. Schreibt einen Zettel und trefft euch mal, um einen zu smoken, wie sonst soll man im Real Life auf andere Grower treffen? Okay, das waren viele englische Wörter. Jedenfalls, die Süße hier haben sie nicht gefunden. War es vermutlich auch nicht wert mitzunehmen. Aber der Geruch und die Farbe, wundervoll. Die Pflanze in groß müsste ziemlich geil werden. Schaman oder Shaman von Dutch Passion. Probiere ich bestimmt auch nochmal richtig. Das ganze Zeug trockne ich in einer Dachbodenkammer. Und hier ist es wirklich wichtig, die Tür so dicht zu machen, wie es irgendwie geht. Selbst wenn ihr denkt, dass die Tür recht fest zu ist, Sicherheit geht vor. Ich habe von innen eine dicke Wolldecke und zwei Schichten verschiedener Plastikfolien vor die Tür gehängt und alles bis auf ein kleines Eingangsloch gut abgeklebt. Außerdem jeden Schlitz zwischen den Holzbrettern abgeklebt und am Türrahmen und der Tür eine gute Menge Zugluftstopper geklebt. Und das Zeug war wirklich essentiell. Und das ist kein Scherz. Falls es irgendwo wirklich durchziehen kann, kann das ganze Treppenhaus nach Weed riechen. Den Spaß hatte ich 2019 nach meiner ersten Ernte und möchte ich bitte nicht nochmal. Falls ihr nicht im Erdgeschoss lebt, könnt ihr durchgängig das Fenster offenhalten. Da ist der Geruch nach draußen absolut kein Problem und frische Luft ist sehr wichtig als Schimmelprävention. Denn beim Trocknen besteht die Gefahr, nochmal eure ganze Ernte zu bumsen. Außer man macht es richtig. Erst müsst ihr euch für eine Trimming-Art entscheiden und da gibt es meiner Meinung nach keinen klaren Gewinner. Trimming ist das Entfernen von Blättern von den Buds, also sie zu trimmen. Beim Red Trimming trimmt man die Buds, wenn sie noch feucht sind, also frisch geerntet. Beim Dry Trimming hingegen macht man es nach der Trocknung, wenn die Buds, wie der Name schon sagt, bereits trocken sind. Falls ihr in einem Raum trocknet, der wie meiner über keine Heizung oder ähnliches verfügt, ist es wirklich sehr situationsabhängig. Im Spätsommer nach einer Autoflower-Ernte ist der Raum unterm Dach sehr heiß und trocken. Hier ist es empfehlenswert, möglichst viele Blätter beim Trocknen dran zu lassen, damit sie sich wie ein Kokon um die Buds schlingen. Dadurch trocknen sie deutlich langsamer und die Terpene, also die Geruchs- und Geschmacksträger, verflüchtigen sich nicht so schnell. Im Herbst nach einer Fotoernte ist mein Raum recht feucht und kalt. Das schmeckt dem Schimmel natürlich, also gilt es hier einige Dinge zu beachten. Durch das offene Fenster ist die Luft im Raum zwar in Bewegung, aber zusätzliches Gepuste durch einen Ventilator kann ich empfehlen. Wichtig, es geht um Luftbewegung im Raum und nicht darum, mit dem Ventilator auf die Buds zu zielen. Dadurch trocknen sie viel zu schnell und die Terpene verabschieden sich ebenfalls. Was ihr allerdings unbedingt machen solltet, wenn der Raum zu feucht ist, Wet Trimming. So viele Blätter wie möglich müssen ab von dem Bud, sonst ist das Schimmelrisiko wirklich hoch. Durch diesen Blattkokon, der zwar bei Trockenheit und Hitze gut ist, wird die Feuchtigkeit an den Buds noch weiter erhöht und sie schränken die Luftzirkulation ebenfalls ein. Eine doppelte Hilfe für den Schimmel und das will man ja eigentlich nicht. Da ich es bis jetzt immer so gemacht habe und nach der Ernte nachts echt keine große Lust mehr hatte, irgendwas zu trimmen, habe ich hier ebenfalls die Blätter dran gelassen und nach der Trocknung ein Dry Trimming gemacht. Es kam natürlich, wie es kommen musste und wie bereits vorher gezeigt, ist mir ungefähr die Hälfte von einer Durban Poison verschimmelt.
Und ich muss mich korrigieren. Bei den anderen zeigten sich auch hier und da ein paar Stellen, aber ich musste wirklich fast nichts wegschmeißen. Vielleicht ein, zwei Buds von den anderen Pflanzen, aber das ist eigentlich nichts. Um dagegen anzukommen, habe ich einmal am Tag kräftig gestoßlüftet und sonst das Fenster nur einen Minischlitz offen gelassen. Morgendlicher Nebel, der in den Raum flattert, sorgt leider für eine recht hohe Luftfeuchtigkeit, also besser zumachen. Außerdem habe ich den Ventilator etwas kräftiger aufgedreht und eine Schüssel mit Reis und einen Teller voll Salz aufgestellt. Dadurch sank die Luftfeuchtigkeit dann auch auf rund 55-60%, was ein solider Wert ist, und es kam zu keinem weiteren Schimmelproblem. Als Faustregel sage ich immer, ich lasse sie trocknen, bis die dünneren Stängel beim Knicken ein Knackgeräusch machen, aber nicht komplett abbrechen. Das dauert meistens so 1-2 Wochen. Und wenn ich schon mal dabei bin, kann ich ja den Rest von der Lagerung auch noch in einem kurzen Speedrun erzählen. Nachdem sie getrocknet sind, kommen die Buds in luftdichte Gläser. Ich packe immer noch ein Humidipack dazu, das ist aber kein Muss. Das sind kleine Päckchen, die eine Salzmischung und destilliertes Wasser enthalten. Die Salzmischung hat die Eigenschaft, für eine bestimmte relative Luftfeuchtigkeit in ihrer Umgebung zu sorgen. Ist die Feuchtigkeit höher, nimmt das Päckchen diese Feuchtigkeit auf, bis es entweder voll ist oder die, in meinem Fall, 62% erreicht sind. Andersherum gibt es etwas von dem destillierten Wasser an die Umgebung ab, falls sie zu trocken ist. Das geschieht alles natürlich mit gasförmigem H2O. Es funktioniert durch eine bestimmte Schicht vom Päckchen, die nur reines H2O passieren lässt. Die gute alte Umkehrosmosemembran. Da macht sich der Biounterricht mal bezahlt. Jetzt könnt ihr mitreden. Und das Geilste daran ist, ihr könnt die Dinger einfach in eine Schüssel mit destilliertem Wasser schmeißen, wenn sie zu trocken geworden sind. Dann nehmen sie es wieder auf und sind wie neu. Müsst natürlich nur aufpassen, dass sie nicht zu triefend werden. Ist eigentlich ziemlich lustig, wenn Verkäufer mit Wörtern wie reine H2O Umkehrosmosemembran flexen, aber dann behaupten, man müsse die Päckchen neu kaufen, weil man sie nicht refreshen könnte. Gehen also quasi davon aus, dass die Käufer keine Ahnung haben. Dankeschön. Naja, die Buds liegen in den Gläsern, damit sie aushärten, bestimmte Enzyme das Chlorophyll abbauen und die Restfeuchtigkeit gleichmäßig verteilt wird. Direkt nach dem Schnibbeln ist das Innere der Buds noch feuchter als die äußere Schicht. Und so wird das halt ausgeglichen. Dabei entwickeln die Buds meist tatsächlich erst ihren Endgeruch und Geschmack, ist also wirklich nicht zu vernachlässigen. Und dafür benutze ich jetzt diese 62er Humidipacks, da diese Prozesse bei möglichst hoher Luftfeuchtigkeit am besten ablaufen. Ab 65-70% relativer Luftfeuchtigkeit kann die Gefahr bestehen, dass die ersten Schimmelpilze wachsen. Dementsprechend ist ein 62er Humidipack höchstwahrscheinlich die beste Option und die optimale Temperatur für höchstmögliche Enzymaktivität ist Zimmertemperatur. Okay, etwas höher, aber im Grunde wirklich Zimmertemperatur. Das Wichtigste, das Glas muss im Dunkeln stehen. Und ist es nicht geil, wenn die wissenschaftliche Antwort wirklich die simpelste ist? Stell dein Glas luftdicht an einen dunklen Ort und du hast die perfekten Bedingungen, um dein Weed zu lagern. Was ich auch cool finde, wenn ihr dieses Glas einfach so 2 Jahre stehen lasst, verliert das Gras lediglich 25% THC-Gehalt. Für 2 Jahre Lagerung im Kleiderschrank ist das meiner Meinung nach nichts. Falls ihr es dann noch wirklich komplett gasdicht vakuumiert und etwas kühler lagert, würde mit dem Weed wirklich absolut nichts passieren. Ich habe ja im Video schon gesagt, dass die Critical Cheese Automatic immer noch eine meiner absoluten Favoriten ist. Und was soll ich sagen, nach fast 2,5 Jahren hat sich an dem Gras wirklich nichts verändert. Myla Bag gleich Zeitmaschine. Ich glaube, ihr merkt, wie hyped ich über das Thema Hanflagerung rede. Nachdem ich einmal wirklich recherchiert habe und mich durch einige wissenschaftliche Experimente dazu durchgelesen habe, anstatt mir nur YouTube-Videos darüber gefüttert mit Halbwissen zu geben, hey, also, so wie ihr gerade, aber wirklich, falls euch ein Thema wirklich interessiert, grabt mal ein paar Stündchen in Google Scholar um. Wenn das Interesse wirklich von euch kommt, werdet ihr so viel lernen und es macht ultra Spaß. Wenn ich euer Arzt wäre, würde ich es euch verschreiben. Nun ja. Das war's mit meinen Outdoor-Grows vom Samen bis zur Ernte plus Lagerung. Falls ihr jetzt noch weitere Guerilla-Grows sehen wollt, kann ich euch nur die Community-Garden-Serie empfehlen. Habt gehört, die wird von einem bahnbrechenden Regisseur produziert. Überwiegend Guerilla-Grows von überall auf der Welt und ein paar andere heimliche Grows. Alles außer vorgefertigte Grow-Boxen. Das Highlight bis jetzt ist, glaube ich, The Tale of Nubia aus Finnland. Falls ihr selber euren Anbau fotografiert und oder gefilmt habt, könnt ihr natürlich auch gerne einsteigen, wenn ihr das Video aus der Infocard anschaut. Es haben sich schon recht viele Allmanns getraut. Und jetzt kommen wir zum, kann ich sagen, Bonusmaterial? Jedenfalls zum Window Grow. Oder wie es natürlich viel cooler klingt, der Fensteranbau oder Fensterbankanbau. Oh yeah. Wie der Name schon verrät, kultiviert man hier ganz gemütlich eine Hanfpflanze auf seiner Fensterbank. Und warum das nicht unbedingt etwas für jedermann ist, dürfte klar sein. Im Erdgeschoss zu wohnen oder nur ein Nordfenster zu haben, ist natürlich suboptimal. Ich bin da ein wenig gesegneter und habe Zugang zu einem Schrägfenster im Dach, das Richtung Südosten zeigt. Gerader Süden wäre natürlich noch eine Nummer krasser, aber das ist schon super.
Viele Leute fürchten sich etwas davor, direkt auf ihre Fensterbank so ein Pflänzchen zu stellen, aber wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, ist es wirklich nicht mehr schlimm. Eine Automatikpflanze zu wählen bringt uns auf einer Fensterbank zwei riesige Vorteile. Der erste ist, dass man sie in einem kleineren Topf pflanzen kann und sie somit auch einfach kleiner bleibt. Sobald das Blütenwachstum richtig eingesetzt hat, wird sie eh nicht mehr so viel größer und man bekommt eine kompakte Pflanze. Der zweite ist wieder die Blütephase im Hochsommer. An dem Fenster wandert die Sonne im Sommer einfach viel langsamer vorbei. Und das ist auch schon der ganze Grund. In die Höhe und Breite wird eine Pflanze auch mit weniger Licht gut wachsen, wenn sie genug Zeit hat. Aber in der Blüte darf die Sonne bitte knallen. So, eine Automatikpflanze auf der Fensterbank also. Zeit für eine kleine Zeitreise. Mein allererster Versuch einer Fensterbankpflanze, einer Low Weather 2, sah am Ende so aus und ich habe mir die Dislikes dafür auch schön schmecken lassen. Aber im Endeffekt gab es mehr positives Feedback, also Dankeschön an die Leute von damals. Der springende Punkt ist allerdings, ohne viel Ahnung zu haben und ohne viel Fürsorge für die Pflanze konnte man 5 Gramm wirklich geiles Weed von ihr ernten. Und falls ihr, okay, ich mag das Wort selber nicht, weil sich jeder Tabakraucher vor der Sucht so nennt, aber das beschreibt es ganz gut, Gelegenheitskonsumenten mit niedriger Toleranz seid, werden 5 Gramm auch ein gutes Weilchen halten. Außerdem ist der Samenpreis deutlich niedriger als der Straßenpreis für 5 Gramm. Hier übrigens meine Theorie, wieso einige Automatics sehr klein bleiben. Falls man vergisst, die Pflanzen in einem kleinen Topf zu gießen und sie drohen zu verdursten oder an irgendetwas anderem zu sterben drohen, probieren sie noch ihrem Lebenssinn nachzukommen und blüten und im Endeffekt Samen zu produzieren und stellen ihr anderes Wachstum erstmal weitestgehend ein. Das mit dem Verdursten ist mir zumindest mit dieser Pflanze hier passiert. Dass es aber am Umtopfen von ihnen liegt, ist Blödsinn. Das lese und höre ich zwar immer noch an jeder Ecke, aber es stimmt einfach nicht. You cannot transplant out of flowers. Meist begründet damit, dass wenn ihre tiefste Wurzel das Ende findet, das Wachstum gestoppt wird, weil es sich an ihrem sehr begrenzten Lebenszyklus nicht lohnt, diesen kleinen Platz einzunehmen. Wenn man es richtig formuliert, klingt das sogar fast plausibel. Ist allerdings schon damit widerlegt, dass ich jede meiner Autoflowers, die ich jemals angebaut habe, teilweise sogar nach einem Monat im Anzuchtstopf umgetopft habe und sie trotzdem um die 1,50 bis 1,80 groß wurden. Um zurück zu dem Fenster zu kommen, worum es eigentlich ging, mein zweiter Versuch sah dann schon etwas anders aus, ein etwas größeres Pflänzchen, das ich aber vor dem Fenster so flach wie möglich gehalten habe. Generell, zu fast jeder Pflanze, wie ich schon mal erwähnt habe, gibt es auf diesem Kanal ein detailliertes Video auf Englisch. Und zum Beispiel für diese Pflanze sind die Videos wirklich sehr detailliert, also falls ihr Interesse habt, go for it. Für diese Pflanze habe ich einfach ältere Erde von meinem Balkon benutzt und mit etwas organischem Flüssigdünger gepimpt. Das war's im Grunde, wirklich nichts Besonderes und am Ende habe ich 15 Gramm von ihr geerntet. Und diese 15 Gramm sehen zudem auch wirklich schick aus. Vielleicht etwas fluffiger als das, was man so typischerweise kennt, aber trotzdem sehr nice. Ich wollte in diesem Jahr 2 Pflanzen ans Fenster stellen. Mein Ziel war es, mir die 2 schwächsten Pflanzen von allen auszusuchen, die ich gerade fürs Guerilla Growing vorziehe, damit diese halt nicht nach draußen müssen, sondern hier etwas schonender wachsen können. Im Endeffekt hätte ich einfach irgendwelche direkt in große Töpfe pflanzen können, aber naja, nächstes Jahr dann. Die Sorten sind einmal Dark Purple und Red Pure Auto CBD. Irgendwie muss jeder mal eine CBD-Sorte ausprobieren. Scheint so ein Ding zu sein. Mit denen habe ich fast genau das gleiche wie mit der Pflanze von letztem Jahr gemacht. Also hinsichtlich Erde und Training flach zu bleiben. Ich habe immer ein paar Blätter so entfernt, dass die Seitentriebe kräftiger wachsen und die Triebe dann runtergebogen, damit die Pflanzen flach bleiben. Das nennt man Low Stress Training. Obwohl sie am Fenster standen und dahinter noch ein dünnes Laken hing, hatte der Raum schon einen wahrnehmbaren Weed-Geruch. Er war zwar echt nicht stark und drang auch kein bisschen durch die Tür, aber ganz geruchlos sind solche Grows auch nicht. Das Ergebnis waren zwar schwächere Pflanzen, weil ich die schwächsten ausgesucht habe, aber sehr schöne lilane Buds. CBD-Blüten zu rauchen finde ich auch echt angenehm. Ich denke auch nicht, dass es vergleichbar ist mit diesen ganzen Lifestyle-Scheißprodukten. Und ich hoffe wirklich, also ich konvertiere und bete, dass die richtige Cannabis-Szene nicht als nächste riesige Money-Bitch ausgepeitscht wird, falls es legalisiert wird. Oh Gott, bitte nicht. Dieses Jahr wollte ich auch, weil ich durch meine Experimentchen mit Pollen eh mehr als genug eigene Samen habe, mal ein Window-Grow im Winter ausprobieren. Ja, was soll ich sagen, ganz lustig und vielleicht kommen ein paar Grämmchen bei rum, aber muss eigentlich nicht. Sofern der Raum kein beheiztes Wohnzimmer oder ähnliches ist, lohnt es sich auch einfach nicht. Aber was gut zu wissen ist, hier sind 2 Pure Power Plants, beschrieben als Sorte für niedrige Temperaturen und während alle anderen Strains am kühlen Winterfenster abkacken, stehen die beiden recht solide. Kann man sich auf jeden Fall notieren.
Kommen wir jetzt noch als Abschluss zum Balkon. Über den ersten Versuch muss ich echt nicht viel labern. Mini Autoflower-Pflänzchen, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie weit der Geruch wahrnehmbar ist und wer hier gerne Ferngläser benutzt. Und vorab noch, der Balkon zeigt in Nordwestrichtung, ist also eigentlich nicht optimal. Also, in diesem Jahr habe ich ein kleines Regal voll mit Kleinkram und anderen Pflanzen vor eine Ecke im Balkon gestellt. Dort konnte ich jetzt sichtgeschützt eigentlich machen, was ich will, aber die Sonne schien noch rüber. Die Ecke ist nun also Wind, Regen und Blick geschützt, also eine sehr leckere Angelegenheit. Mein Plan war es, in die Ecke eine photoperiodische Frisian Duck wirklich zum Konsumieren und zwei Automatics zu quetschen. Die Automatics habe ich mit kolloidalem Silber besprüht. Dadurch entwickeln weibliche Pflanzen männliche Pollensäcke mit Pollen, die nur weibliche Chromosomen enthalten. So kann man seine eigenen feminisierten Weed-Samen züchten. Ziemlich coole Angelegenheit und funktioniert auch. Und das mit den Samen ist wirklich cool. Selbst ein Krüppelpflänzchen wie dieses hat sich somit selber bestäubt und dutzende feminisierte Samen produziert. Von denen kam dadurch zwar nichts Rauchbares bei rum, war aber auch nicht der Sinn. Dafür hatte ich ja die Duck. Das ist doch ein sehr großer Luxus beim Anbauen in Gegenden, in denen es nicht so viele machen. Ihr könnt die Bestäubung Outdoor selber steuern und dadurch Outdoor-Sorten selektiv weiterzüchten. Und spielt ihr nicht mit Pollen rum, habt ihr Outdoor immer Weed komplett ohne Samen, was man fürs Konsumieren ja eigentlich auch anstrebt. Würden jetzt andere Leute in der Nachbarschaft ebenfalls anbauen und nicht darauf achten, nur weibliche Pflanzen wachsen zu lassen, wären alle eure Pflanzen voll mit Samen, die man entweder gar nicht möchte oder eure eigene Zucht stören, beziehungsweise selektives Züchten eigentlich unmöglich macht. Und Stichwort Tarnung, wirklich eine Glanzleistung. Ich habe sie einfach nach vorne zu allen anderen Pflanzen gestellt und sie fiel kein bisschen auf. Zwischen all den anderen Pflanzengerüchen war auch der Hanfgeruch nicht wahrnehmbar. Richtung Herbst zeigte sich aber der klassische Nachteil vom Sonnenstand. Sie ging vor den anderen Häusern gegenüber sehr schnell unter und die Duck bekam kaum noch Sonnenlicht. Ich habe sie dann zurück in die wenigstens trockene Ecke geschoben, damit die Trichome vor der Ernte noch etwas reifen können. Viel mehr Blütenmasse ist eh nicht mehr realistisch ohne genug Sonnenlicht. Ich denke, nächstes Mal werden es nur Automatics auf dem Balkon. Es gibt ja sogar eine Auto-Duck. Das Ergebnis sieht aber trotzdem gar nicht so schlecht aus. Schöne dunkle lila Farben mit sehr reifen Trichomen. Da bin ich mal gespannt. Hier habe ich aber aus der paar Wochen zurückliegenden Vergangenheit gelernt und feucht getrimmt. Okay, manche Sachen klingen auf Deutsch echt komisch, aber egal. Sieht nach ein paar Tagen auch schon sehr gut aus. Da sie schon weitestgehend getrimmt ist und ich mit denen nicht auf den Laufsteg möchte und ich faul bin, schnipp schnapp und ab ins Glas. Easy. Die Buds von der Duck sind... Okay, Buds von der Duck klingt gut. Sind eigentlich noch besser als erwartet. Okay, klar, wieder auch keine Apothekenware, aber schöne lilane Farben und durch die lange Reifezeit sehr braune... Pollenfang-Dinger. Die einzelnen Buds sind zwar nicht sonderlich groß, aber dichter als erwartet. Was interessant ist, die Grüntöne haben schon vor der Ernte angefangen abzubauen und die Blätter sind eher weiß-gelblich mit Restgrün. Interessant, interessant. Der Geruch wirkt recht mild und ich rieche deutliche erdige Noten. Ist auch mal was anderes. So, und das war eine Zusammenfassung, wie jeder Kacknoob wie ich gemütlich, fast kostenlos und mit einer fucking Menge Spaß sein eigenes Gras anbauen kann. Das Gewicht der großen Pflanzen habe ich jetzt mal bewusst nicht genannt, aber wenn ihr das der Minis kennt und die Größe vergleicht, könnt ihr ja spekulieren. Noch schnell ein paar letzte Worte. Lasst euch nicht entmutigen, Homegrown ballert genauso gut. Genießt die Reise und vor allem das Ende und finanziert nicht die falschen Märkte. Kauft keinen CBD-Lifestyle-Scheiß, kauft keinen Indoor-Scheiß, wenn ihr ihn nicht unbedingt braucht. Fun Fact: Wusstet ihr, dass einem YouTuber meiner Größe, also rund 15.000 Abos, etliche Indoor-Garten-Setup-Verkäufer anbieten, den kompletten Anbau zu finanzieren? Also Stromkosten, Anschaffung etc. und noch 500 bis 1000 Euro monatlich drauflegen, während man einen winzigen Indoor-Anbau dokumentiert? Indoor-Verkäufer können also Geld scheißen. Fragt euch mal warum. Supportet es einfach nicht. Aber jetzt nochmal das Wichtigste. Wenn ihr selber anbaut, werdet ihr voraussichtlich mehr Weed immer zur Verfügung haben, als jeder normale Konsument jemals in einem gesunden Zeitraum konsumieren könnte. Zu behaupten, Cannabis mache nicht süchtig, ist sehr naiv, gefährlich und schlichtweg falsch. Ihr konsumiert immer noch eine Droge, die zwar erwiesenermaßen weniger schädlich ist als Kokain, Heroin, Speed, Alkohol, bla bla und so weiter, aber Brokkoli ist es tatsächlich trotzdem nicht. Etwas zu rauchen ist immer ungesund. Cannabis-Psychosen sind ebenfalls widerlegt, jedoch kann dich das Zeug bei übermäßigem Konsum absolut verklatscht im Kopf machen. Das Beispiel kennt ihr bestimmt alle. Und vor allem in der Pubertät. Holy shit, bitte lasst in der Pubertät die Finger von Drogen. Tut euch selber diesen Gefallen. Ich rate euch jetzt nicht wie Mönche zu leben, aber Drogen in der Pubertät sind einfach eine beschissene Idee.
Auf die eine oder andere lustige Drogenstory mit 14 würde ich an eurer Stelle sehr gerne verzichten, um den Rest eures Lebens besser zu verbringen. Und noch was allerletztes in eigener Sache. Ich mache seit knapp 2 Jahren Videos auf YouTube, fuck wie die Zeit vergeht, holy shit, und früher war es anders. Mittlerweile wird jedes meiner Videos, in denen ein Hanfblatt vorkommt, sofort auf über 18 gestellt. Und das heißt übersetzt auf YouTube-Sprache, es wird fast niemandem mehr angezeigt, der die Videos nicht sowieso schaut. Und das geht übrigens nicht nur mir so, sondern fast... okay, eigentlich jedem Weed-YouTuber. Als Backup-Option, damit es für jeden zugänglich ist, gibt es zwar TheWeedTube, aber die Seite ist, naja, leider echt nicht viel mehr als eine Backup-Option. Wie dem auch sei. In diesen 2 Jahren habe ich nie nach einem Like oder sonstigem Shit gefragt, aber falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt, ist es leider genau das. Das Wichtigste ist nur, solche Videos irgendwo mit irgendwem zu teilen. Einen größeren Gefallen könnt ihr einem YouTuber einfach nicht machen. Jo. Und dann wäre das auch gesagt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Cheers.